Es ist Juni, es ist Pride Month. Und den feiern wir mit den schönsten Momenten der queeren Popmusik. Sie kennt mittlerweile jeder. Kim Petras hat sich innerhalb von wenigen Monaten einen riesigen Namen im Musikbusiness gemacht. Und dafür sorgte vor allem der Überhit Unholy zusammen mit Sam Smith. Darin singen beide über einen Ehemann, der seine Frau und Kinder zurücklässt, um sich selbst zu vergnügen. Und sie appellieren damit an ihre Fans, sich von toxischen Menschen zu lösen. In zahlreichen Ländern wie USA oder England schaffte es der Song auf Platz 1 der Charts. Gekrönt wurde der Erfolg im Februar bei den Grammys. Unholy wurde zur besten Single des Jahres gewählt. Und Kim als erste Transfrau aller Zeiten mit dem wichtigsten Musikpreis der Welt ausgezeichnet. In der rechtskonservativen Country-Szene ist Lil Nas X gestartet. Jetzt hat er die ganze Welt erobert. Nach seinem Hit Old Town Road ist der 24-Jährige nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Doch einer seiner wohl wichtigsten Songs ist Montero – Call Me By Your Name. Darin geht es um die mühsam erkämpfte Identitätsfindung. Endlich so sein zu dürfen, wie man wirklich ist. Denn der Rapper, der im Bundesstaat Georgia geboren ist, erinnert sich. In einer Region, in der Rassismus und Homophobie an der Tagesordnung sind, wird es einem schwer gemacht, als schwuler, schwarzer Mann aufzuwachsen. Mit seinem Song will Montero, so sein richtiger Name, den HörerInnen Mut machen, sich ehrlich zu öffnen. Mit Born This Way hat Lady Gaga 2011 nicht nur einen ihrer erfolgreichsten Songs aufgenommen, sondern auch einer ihrer wichtigsten. Vor 12 Jahren erklärte sie in einem Interview: "Ich will meine This is who the fuck I am Hymne schreiben, aber ich will nicht, dass es hinter poetischer Zauberei und Metaphern versteckt ist. Ich will, dass es eine Attacke wird, weil ich denke, dass speziell in der heutigen Musik alles irgendwie verwaschen und die Nachricht hinter einem lyrischen Spiel versteckt wird." Das gelingt der Sängerin definitiv. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere beschließt sie, sich klar auf die Seite der LGBTQ+-Community zu positionieren. Kein anderer Song von Sarah Connor wurde so kritisch beäugt wie Vincent. Und das vor allem wegen der ersten Zeilen. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Viele Radio- und TV-Sender haben das Lied sogar boykottiert. Doch das ist Sarah völlig egal, denn ihr ist die Message dahinter wichtig. Den Vincent, den gibt es wirklich. Er ist der Sohn einer Freundin von mir, der sich kürzlich geoutet hat, dass er schwul ist. Ich finde es stark, dass er einfach so mitten in der Pubertät mit 15 Jahren zu seiner Mutter sagt, so ist es. Cool stand er da und Vincent war klar, dass das jetzt wohl lieber war. Mit 18 Jahren hatte Troye Sivan sein Coming Out, was er auch mit einem Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte. Bis dahin hatte der Sänger allerdings eine schwere Zeit. Im Song Angel Baby packt Troye aus und erklärt, dass sein Leben früher die Hölle war, er heute aber endlich feiern kann. Und diesen Mut will er mit seinen Songs auch den Fans weitergeben. Welcher Song hat dich am meisten beeindruckt? Schreib's mal in die Kommentare und gib uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat.